Der Ragnary Voyager 19 wird bald hier auf der Barche Belandi. Es ist trailerbar und kann leicht auf einem Anhänger transportiert werden. Es ist für viele Personen zugelassen und daher auch für eine sehr große Familie geeignet. Es gibt keine Probleme. Das Boot ist auch ideal für einen modernen 40 PS Viertaktmotor. Mit seiner beeindruckenden Größe und Leistung ist der Ragnary Voyager 19 eine ausgezeichnete Wahl für Wassersportliebhaber, die nach Komfort und Vielseitigkeit suchen. Es bietet genügend Platz für alle Aktivitäten auf dem Wasser und ist gleichzeitig einfach zu bedienen und zu manövrieren. Vor der Mittelkonsole gibt es einen bequemen Sessel, um gemeinsam mit dem Kapitän in die gleiche Richtung zu navigieren und das Meer zu genießen. Hecksofa. Für drei Personen bequem sitzen und seitlichen Durchgang auf linker Seite und auch auf linker Seite des Bootes freihalten, um direkt ins Meer zu gelangen. Die klappbare Fahrerrückenlehne spart Platz und erleichtert das Aufstehen für maximale Bequemlichkeit. Wie ich Ihnen sagte, haben wir dieses Boot tatsächlich mit einem 40 PS Motor ausgestattet, der sehr leistungsstark und großzügig ist und perfekt zu diesem Boot passt. Ohne Führerschein. Auf der linken Seite haben wir eine Treppe eingebaut, um ins Meer zu steigen und wieder herauszukommen. Und auf der rechten Seite eine identische Plattform. Bequem sitzend ganz vorne auf dem Ankerkasten habe ich vor mir das riesige Doppelsonnenbett, das in der Mitte auch mit einem Kissen erweitert werden kann, um das Sonnenbett noch weiter zu verlängern. Aber schon so ist es wirklich bequem für zwei Personen. Geld fahren, um also Ihr Boot zu überwachen und zu steuern, müssen Sie nur hier sitzen, Steuerrad, Glocke, dann Fernbedienung, um natürlich vorwärts zu fahren, rückwärts zu fahren und Gas zu geben. Raymarine-Instrumentierung in Verbindung mit Honda, Software im Inneren, eine Software von Honda in Zusammenarbeit mit Raymarine, um alle Instrumente und Details des Motors zu überwachen. Auf der linken Seite befindet sich der Kraftstoffstandsanzeiger, der natürlich niemals leer sein darf. Die Schalttafel ist einfach, sauber, aber absolut funktional. Okay, aber jetzt genug Gerede, keine Beschreibungen mehr, lass uns es ausprobieren. Trennen wir die Masse, Sicherheitskabel am Handgelenk befestigt, schalten den Gang ein, treten das Gaspedal durch und haben Spaß. Komm. An den wir uns gerne erinnern werden. Auf einem Boot ohne Führerschein, das allen zugänglich ist, kann man es in Italien bereits mit 16 Jahren führen. Alle genauen technischen Daten des Bootes sind in der Beschreibung dieses Videos enthalten, einschließlich unserer Kontakte und des Links zum kommerziellen Datenblatt, um das Boot zu besichtigen und zu kaufen. Das Boot ist ein halbneues 2021 und bereit zur Lieferung. Von Desenzano ist alles gut, viel Wind.